Liebe FASS-Freunde, es ist Zeit für einen neuen Videoblog. Natürlich diesen Schläger wollen wir gleich verlosen. Und zwar mit Hilfe von John Kozlowski und der Mann, der es überreichen wird, Sven Siegler. Zuerst allerdings, wir wollen über den kommenden zwei Spiele in der Oberliga Ost reden. Das sind zu einem auswärts in Schönheide und dann kommt der Meister, dann kommt Halle hier im Valley am Sonntag. Zuerst an dich, Kozze. Nach einem schwachen Start gegen Leipzig, die Mannschaft hat seine Form wiedergefunden mit diesem 4-1-Sieg in Jonsdorf. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Denn eigentlich steht wieder ein Auswärtsspiel an. Ja, wir freuen uns natürlich auf das nächste Spiel. Haben leider 3 Punkte abgegeben gegen Leipzig. Aber die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Und wir sind alle heiß darauf, das nächste Spiel zu gewinnen. Da wollte ich gerade sagen, die Stimmung ist richtig gut. Heute wieder mal ein intensives Spiel. Und man sieht, ein Thomas Soupis, vielleicht kommt er zurück, das wissen wir nicht. Auf alle Fälle Max Faber und Henry Hase werden dabei sein. Sigi, für dich als Stürmer ist es gut, wenn man ein bisschen mehr Stabilität in der Abwehr hat. Immerhin, man hat das gesehen in Jonsdorf. Ja, na klar, wenn man jetzt noch 2, 3 Spieler, die sonst in der DL spielen, zu uns kommen, verstärkt natürlich ungemein das Team. Und so stehen wir jetzt auch hinten etwas besser mit Sub und mit Moppel und Fabs, die zurückkommen. Ich freue mich auf das Wochenende und ich hoffe, wir werden ein bisschen punkten. Okay, ganz schnell, letzte Frage, Kozze, bevor du deine Glücksfee-Arbeit machen musst. 300 Fans oder über 300 Fans waren hier in der Valley. Wie ist es für dich, in der Valley zu spielen, anstatt vielleicht mal immer wieder nach Wedding fahren zu müssen? Ist das ein Vorteil? Naja, ich bin ja groß geworden im Wellblechpalast und da ist es natürlich hier eigentlich meine Heimhalle. Natürlich für FASS, hat immer bisher im Wedding gespielt. Da war es natürlich auch eine mega Stimmung, wenn die Halle voll war. Aber so ist es auch schön, im Valley zu spielen. Okidoki. Beiden Spielen haben wir aus dem Weg. Sigi, kannst du vielleicht mal diesen Helm überreichen? Denn letztes Mal, wir haben ein Trikot verlost. Und diesmal ist es diesen Schläger. Wunderbaren Schläger mit einem Flex 70. Keine Ahnung, wem es gehört. Aber es wird an jemanden geschenkt. Und zwar, Sigi, du musst da reinwimmeln. Hol dir einen raus und zeig es in der Kamera. Und diese Person ist dann der glückliche Gewinner. Christian Baumeister. Herzlichen Glückwunsch. Baumeier. Also Christian Baumeier, du bekommst diesen Schläger und es wird überreicht von Sven Siegler. Eigentlich als Bestrafung, weil du seinen Namen falsch ausgesprochen hast. Denke mal, es ist durchaus fair. Freust du dich, dass du das machst vor dem Spiel gegen Halle am Sonntag? Ja, ich denke, das ist eine gute Sache, vom Spiel so einen Schläger zu überreichen. Siehst du, diplomatischer kann es nicht werden. Also, Dankeschön, John Kozlowski. Dankeschön, Sven Siegler. 17 Uhr am Sonntag zu Hause gegen den Meister, gegen Halle. Und wir werden uns freuen, wenn ihr auch dabei seid. Bis zum nächsten Mal.